So, da sind wir bei Resident Evil 3 Nemesis. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal alle Teile gefunden, um dieses Baby hier wieder fit zu machen. Ich werde erstmal ganz kurz anfangen und hier das Öl reinkippen. Dann die Sicherung und zu guter Letzt das Kabel, das wir uns auf unbestimmte Zeit aus der Garage ausgeliehen haben. Stand kein Name drauf. Pech gehabt. Jetzt ist es meins. It looks like we're ready to go. Hey Carlos. Here, take this. Und er macht sein Versprechen auch wahr. Er hat wirklich nach Equipment gesucht, gibt uns auch immer mal wieder hier Flame Rounds zum Beispiel. Ist schon ganz nice. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Ich muss immer lachen an der Stelle. Er hat gerade mitbekommen, dass sein Boss tot ist. Aber es sind die kleinen Dinge im Leben, die ihn erfreuen. Ich fahre den Zug, Jill. Wenigstens er hat gute Laune. It's looking good. Aber zumindest fahren wir mal. Mikhail! Ich glaube, der ist voll von der Bank gefallen, Alter. Ich gehe da mal rüber und schau mal nach. Müssen wir eh machen. Carlos macht keine Anstalten, hier rüber zu gehen. Du hast garantiert kein Ticket. Jill, get out of the cable car now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Diskutier doch nicht mit dem Mann, wenn er gerade schon damit abgeschlossen hat. Zumindest mal ein bisschen Zeit verschafft. Nemesis ist rausbefördert auf die Gleise. Oh, was? Wir hätten vielleicht vorher nachschauen sollen, ob das Ding auch Bremsen braucht. Jetzt ist es zu spät. Jump out the window. Auf jeden Fall, Mann. Mein Planet braucht mich. War vielleicht nicht die offensichtlichste Wahl, aber an der Stelle definitiv die bessere. Denn wie durch ein Wunder ist uns absolut gar nichts passiert. Vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Die Frisur sitzt nicht mehr ganz so smooth wie davor, aber im Großen und Ganzen sind wir noch an einem Stück. Das ist schon mal was. Das können nicht viele von sich behaupten in Raccoon City. Hier haben wir auch wieder Gunpowder. Und die Gäste sind auch schon da. Ich komme ja angelatscht, wenn ich ein offenes Buffet wäre. Okay. Ja, mit der Ruhe. Jetzt mal den Gunpowder nehmen und dann ganz wichtig hier hinter dem Bild noch den Schlüssel. Clock Tower Key. Damit's wieder raus hier. Okay. Hier sind wir erstmal safe. Können erstmal ganz kurz schauen, dass wir unseren Inventar ein bisschen auf Vordermann bringen, denn ja, das Zeug brauche ich momentan nicht wirklich. Da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich werde erstmal ein bisschen was mischen. Das da raus. Ich mache mir erstmal Platz. Dass ich praktisch das hier kombinieren kann. Ich die normalen Granaten rausbekomme aus dem Granatenwerfer. Dann mit A- und B-Pulver C-Pulver kombiniere und mit normalem C-Pulver und Granaten Freeze-Rounds mache. Und mir dann direkt einfach nochmal C-Pulver herstelle. Das Zeug gleich da reinpacken. Das Gute an der Sache ist, der Granatenwerfer hat keine maximale Kapazität. Das heißt, man kann da einfach Granaten nachfüllen. Ich weiß nicht, was das Maximum ist. Ich habe es noch nie wirklich erreicht, aber es reicht definitiv. Also bis zu 30 funktionieren locker ohne Probleme. Und speichern wir mal kurz an der Stelle. Im Wohnzimmer. Okay. Ich wollte zwar nicht, dass mein Wohnzimmer so aussieht, aber von mir aus... Hi. Ich nehme nur die damit, ja? Ich lasse dich gleich wieder allein mit dem Feuer. Brennen ruhig weiter. Haust du rein. Okay. Wie mich einfach nur beobachtet hat. Scheint aber nicht so wirklich hungrig zu sein, der Kollege. Oh je, so viel
Powder, den wir hier haben. Das ist der Wahnsinn. Ja, Shotgun nehme ich mal wieder mit. Und das brauche ich jetzt auch gerade nicht. Gut. Haben wir zumindest wieder einigermaßen in Ordnung reingebracht. Kann ich irgendwas anfummeln? Bin mir nicht sicher. Ich laufe nämlich meistens einfach durch. Aber ich glaube, hier geht auch nicht wirklich viel. Nein, nein. Juckt sie momentan nicht so wirklich. Was ich ja auch nicht verübeln kann. Gut. Carlos! Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Nochmal ein Geschenk? Ja, der weiß, wie man eine Lady behandeln muss. Freeze Rounds, okay. Danke. Jetzt muss ich nochmal zurückrennen. Hier nochmal normale Rounds. Okay, dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Nicht genau das gleiche Spiel, aber ein ähnliches Spiel. Und ich gucke, dass ich mir erstmal alles zusammen kombiniere. Ja, genau, blaues brauche ich. Und am besten gleich auch den, wo ist er denn? Da, fuck. Also, den Granatwerfer einpack. So, da, zack. Bingo, 18 Stück drin, sehr gut. Spart einfach einiges an Inventarplatz, wenn man es direkt in den Granatwerfer einfach reinpackt und den als ja, kleines Lager ansieht, in Anführungszeichen fast schon. Da drüben kann ich noch nicht rein, da müssen wir erstmal ein bestimmtes Item finden. Erstmal die Karte mitnehmen, ein bisschen Überblick kriegen. Das ist nicht so wirklich groß hier, der Clock Tower. Das ist ein relativ kleiner Bereich. Da gibt es ein paar nette Sachen auf jeden Fall. Also wie gesagt, Erste Hilfe Sprays, dann den Minenwerfer. Was eine interessante Waffe ist, aber ich werde sie nicht so wirklich benutzen im Let's Play. Also ich werde mich auf Pistole, Schrotflinte und Granatwerfer beschränken. Und hier wieder ein bisschen was zu lesen für euch. Das Einzige, was wir wirklich wissen müssen oder was interessant ist, dass wir die Glocke läuten müssen, dass der Heli hier ankommt. Das ist im Prinzip das Signal, das wir geben müssen. Okay, es klingt auch gar nicht schräg. Und da ist unten was dran geschrieben. D-U-D-D-U-D. Das ist ein Hinweis, der jetzt absolut keinerlei Sinn macht, aber sollten wir uns auf jeden Fall merken. Ist eigentlich ganz einfach zu merken. Wie gesagt, das sind immer meistens so Muster in Resident Evil Games, die man sich merken kann. Das heißt, die erste, die dritte, vierte und letzte Position sind einfach anders als die zwei Zwischenpositionen. Ich merke es mir meistens anhand von der Optik ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei mir in Survival-Horror-Games immer ganz oben mit an der Stelle. Hier haben wir erstmal nochmal einen anderen Schlüssel. Klingt auf jeden Fall schon mal vertrauenserweckend. Ich merke mir sehr, sehr vieles anhand von der Optik von Sachen. Das heißt, ich merke mir nicht mal unbedingt so die Kombination, sondern wenn ich sehe, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, dann schaue ich, dass ich mir ein Muster im Kopf zusammenstelle. Im Prinzip wie so eine Welle. Oh Gott, okay. Ihr könnt auch nicht warten, dass ich von Wellen gesprochen habe oder so. Ich meine zwar nicht einen Strand, aber andere Wellen, die auch sehr hilfreich sein können. Hat sich aber so ergeben über die Jahre, wo ich jetzt schon Survival-Horror-Games spiele, dass ich vieles einfach anhand von Mustern der merke. Ihr verdammten Drecksviecher, das verdient ihr, mal ganz ehrlich. Gut, okay, hier haben wir direkt ein Schlüsselloch und da können wir auch gleich den Clock Tower Key benutzen. Das war's auch schon für den Schlüssel. Nicht so eine wirklich lange Lebensdauer hier, der Schlüssel im Clock Tower Bereich. Wie gesagt, ist nicht so wirklich groß, wir kommen hier relativ schnell durch. Nehmen wir erstmal das silberne Zahnrad mit. Liegt hier noch irgendwas Interessantes rum? Nicht so wirklich, da kommen wir gleich drauf zurück. Das ist nämlich genau die Musikbox, wo wir diese Kombination brauchen, die wir vorher gesehen, gehört haben. So, und ihr kommt erstmal hier rein.
Ja? Nein? Ah ja, doch. Auch noch ein Ink Ribbon hier. So, bevor ich aber speichere, mache ich mich jetzt erstmal hier auf zu der Box und finger die ein bisschen an. Hören wir uns erstmal die Melodie im Normalen an. Und jetzt müssen wir hier auswählen, was wir verändern. Und ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil diese Position, die wir unten gesehen haben, D, U, D, D, U, D, nicht bedeuten, dass die Stecker down, down, up sein müssen, sondern die Löcher. Das heißt, die Stecker müssen genau invertiert sein. Was mich ja anfangs sehr verwirrt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wenn man es mal weiß, ist es dann auch nicht mehr so das großartige Problem. Man kann es auch relativ leicht einfach anhand von der Melodie rausfinden, weil jeder Teil nochmal abspielt, wenn man diese Stecker hier verändert. Das heißt, da hat man auf jeden Fall auch nochmal einen guten Anhaltspunkt, ob man den richtig gesetzt hat oder ob man den nochmal abändern sollte. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein, aber klingt auf jeden Fall gut. Wunderbar. Das hat auch gut funktioniert. Dann bekommen wir die Kronos-Kette. Und die können wir einzeln gar nicht benutzen. Die fügen wir einfach nur mit dem Schlüssel hier zusammen oder stecken ihn zusammen, was auch immer. Lego-Schlüssel. Ich weiß auch nicht. Oh, hey. Will jemand meinen Schlüssel haben, hä? Nein. Ganz so gar nicht. Mal sehen, wie du dich im Scheinwerferlicht fühlst, mein Freund. Der Große, der Einzigartige, Nemesis. Ciao. Sorry, der ist stiften gegangen. Vielleicht kommt er irgendwann wieder zurück. Irgendwann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder zurückkommt. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, dass er bald wieder zurückkommt. Das ist was Furchtbares. Aber ich denke, ich spoil auch nichts, wenn ich sage, dass wir Nemesis schon sehr bald wiedersehen. So, mit dem zusammengefügten Schlüssel können wir jetzt die Tür öffnen und mehr können wir auch nicht damit anfangen. Das war wirklich alles, was wir hier anstellen müssen mit dem Ding. So, dann hier die Postkarte. Antike Uhren. Genau, das ist ein Hinweis, den wir hier finden, zu dem nächsten Rätsel. Und da kann es sein, dass wir vielleicht die ein oder andere Minute für... Oh Gott, ich bin voll reingelaufen in das Vieh. Das ist voll eklig. Das ist voll widerlich, diese Riesenspinnen. Ich mag sie nicht. Ja, auch wieder was zu lesen für euch. Es ist einfach ja, eine kleine Nebengeschichte. Fügt nicht großartig was zur Hauptstory bei, aber man kann vielleicht ein bisschen mehr verstehen, was den beiden hier passiert ist, die in der Ecke liegen. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier drei Statuen, da drüben haben wir drei Bilder. Hier hinten haben wir, ja, ich habe genug Slots frei, nochmal Minenwerfer-Munition. Und da ist eine Ersatzglocke. Ich wusste nicht, dass jeder Uhrenturm Ersatzglocken rumstehen hat irgendwo. Aber diese Uhrenturm hat eine und deswegen können wir da nicht raus. Schnappen wir uns hier erstmal die Kugeln, die die Statue in der Hand halten. Obsidian, Kristall und Amber. Jetzt wird's spaßig. Wo fügen wir den zu? Also das Rätsel vom Prinzip ist nicht schwierig. Die mittlere Uhr muss einfach letztendlich auf 12 Uhr stehen. Und durch die Kugeln, die wir hier einfügen können, geht es immer ein bisschen weiter vor oder weiter zurück. Hier auf dem Bild ist zum Beispiel ein Kleinkind zu sehen. Es dreht die Zeit ein bisschen zurück und hier rechts ist der Tod zu sehen. Oder ein Skelett in Abendrobe, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Vielleicht will auch das Skelett sich mal sexy fühlen. Und da seht ihr, dreht sich die Zeit dann einfach wieder nach vorne. Und wir müssen jetzt einfach nur die richtige Kombination rausfinden, um eben die Uhr hier auf 12 Uhr stehen zu lassen. Und ich weiß die Kombination nicht mehr. Ich weiß sie absolut nicht mehr. Ich nehme erstmal ganz kurz hier alle Kugeln nochmal raus und packe hier mal Amber rein. Packe ich hier. Ja, Kristall. Warum auch nicht? Obsidian dann rechts an dem sexy Skelett. Und. Au, komm schon! 11 Uhr? Na gut.
11 Uhr. Nehme ich sie nochmal ganz kurz raus. Bringt mir das irgendwas, wenn ich Obsidian in die Mitte mache? Also für mich ist es wirklich ein Ratespiel. Wie gesagt, das ist eine Kombination, die ich mir einfach nie gemerkt habe irgendwie. Oh jawohl, hat es doch schon funktioniert. Ja, man kommt auch so relativ schnell dann drauf. Und hier haben wir das goldene Zahnrad. Schön. Dann haben wir eigentlich auch schon alles eingesackt, was wir hier wirklich mitnehmen sollten, müssen. Und ich kann aber wieder zurückgehen und... Oh Gott, ich muss hier in die Ecke ganz kurz, Mann. Noch mehr Granaten für uns. Jetzt können wir nämlich das goldene Zahnrad dann mit dem silbernen Zahnrad wieder zusammenfügen. Bin vergiftet? Nein, ich bin nicht vergiftet. Sehr gut. Es sind ja glücklicherweise hier unten blaue Kräuter in der Eingangshalle. Und zwar unendlich viele in dem großen Topf drinne. Dass sie wissen schon, warum sie die da positioniert haben. Denn es kann wirklich sehr, sehr schnell mal passieren, dass durch eine dumme Berührung von der Spinne, dass man einfach vergiftet ist. Und wenn man da nicht dran gedacht hat, irgendwie vorher Anti-Gift mitzunehmen, kann das schon mal extrem scheiße laufen. Deswegen fair von den Entwicklern, hier Blauskraut einfach mal in Unmengen hinzupacken. Was ist Zahnrad? Egal, ich nehme erstmal Gunpowder. Und die brauche ich eh nicht. Kann ich gleich mal wechseln mit dem Teil her. Oder? Soll ich vielleicht... Ich bin gerade am Überlegen. Soll ich das jetzt wirklich damit machen oder soll ich erstmal schauen, dass ich die beiden zusammenfüge? Denn ich glaube, wenn ich die beiden zusammenfüge, bekomme ich mehr raus letztendlich. Und das wäre für den Moment auf jeden Fall schon mal besser, dass ich einfach mal mehr Granaten im Gepäck habe, falls ich sie wirklich brauche. Ich hoffe mal nicht, dass ich sie brauche, aber wie gesagt, lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dass hier auch nichts schief läuft. Packe ich euch beiden erstmal zusammen. Hier nochmal 10 und habe hier 28. Okay, 28 Freeze Rounds sollten ausreichend sein für das, was wir hier vorhaben. Das passt jetzt auch hier perfekt rein, nachdem wir es kombiniert haben. Und genau damit haben wir das Signal im Prinzip gegeben für den Helikopter, dass er uns rausholen soll. Speichern wir nochmal, bevor wir runtergehen und gucken, ob da auch wirklich ein Heli kommt. Und absolut ohne Grund nehme ich jetzt einfach mal diesen Granatwerfer in die Hand. Ohne Hintergedanken. Ich hoffe, der kommt bald an. Von wegen. Natürlich ist es hier noch nicht vorbei. Und er rückt uns hier extrem dicht auf die Pelle. Shit. Und infiziert sie. Was natürlich nicht so toll ist in der Situation. Ich hole jetzt mal hier die Kamikaze-Taktik. Stehen bleiben und hoffen, dass er daneben schießt, was er auch tut gerade. Und dann ausweichen, wenn es gut läuft. Oh shit, er ist schon am Boden. Weiter. Gib ihm die guten Freeze-Rounds. Ich soll da laufen. Jetzt wurde er nämlich extrem aggro. Muss ich gucken, ob ich eine bessere Position kriege, bevor ich dann wieder auf ihn schieße. Das war okay. Oh Gott, Raketen. Gut, dass ich die hier gerade gedodged habe. Die wäre, glaube ich, extrem übel gewesen. Und das war's schon mit dir. Ja, geh, ist besser für dich. Komm bloß nicht wieder. Ja, zumindest mal für einen Moment genug. Aber es ist natürlich extrem blöd, dass
Jill sie jetzt erwischt hat. Und zwar richtig. Jill! Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. Please, wake up! Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Einfach mal nicht besiegen lassen vom Virus. Das wäre jetzt angebracht in der Situation. Und wir übernehmen jetzt erstmal Carlos. Und der hat hier die Assault Rifle. Und genau die hätten wir auch bekommen, wenn wir den Easy-Modus gespielt hätten. Ja, mit der ist es natürlich absolut kein Problem, am Anfang durchzukommen. Aber wie gesagt, hat auch so ganz gut funktioniert. Mit ihm haben wir sie. Und mit ihm brauchen wir sie auch, weil er hat bis auf die Pistole nicht arg viel. Und die ist dann an der Stelle ein bisschen überholt mittlerweile. Die ist ganz gut, wenn man sie wirklich mal braucht, dass man sie hat, aber im Großen und Ganzen wäre es doch schon besser, wenn ich nicht die komplette Munition aus der Assault Rifle verballer. Und wie Jill schon gesagt hat, es braucht unglaubliche Kraft, das Ding hier wegzuschieben. Die Carlos hat scheinbar diese unglaubliche Kraft. Er kann die Easy hier einfach mal zur Seite schieben und dann können wir mit ihm hier durchgehen. Wir müssen jetzt im Prinzip schauen, dass wir so schnell wie möglich ein Gegengift für Jill finden, dass sie nicht hier auch noch am Mutieren ist und nur noch Carlos letztendlich übrig ist. Zufälligerweise ist direkt um die Ecke das Krankenhaus. In dem es aber auch nicht wirklich arg viel besser aussieht als auf den Straßen. Du sollst echt mal zum Hautarzt gehen. Au! Das war keine Beleidigung. Ich mache mir Sorgen um dich. Du siehst nicht gut aus. Deine komische Lasagnehaut. Okay, First Aid Spray ist gut. Das kann ich gut gebrauchen und dann lass uns keine Zeit verlieren. Schauen wir, dass wir hier durchkommen durchs Krankenhaus. Das Tagebuch vom Doktor, der hier so seine Erfahrungen aufgeschrieben hat über die letzten Tage, bevor das hier alles dann wirklich passiert ist und die Scheiße heftigst den Ventilator getroffen hat. Da noch ein bisschen Ammo. Tape Recorder einsacken. So. Das Ding brauchen wir nämlich genau hier. Das hat nämlich Spracherkennung. Und wie gut, dass dieser Tape Recorder hier direkt auf dem Tisch lag. Fracture in his right arm just below the elbow. However, Bingo, hat schon gereicht, dass wir uns hier den Aufzug freischalten können. So, wo gehen wir zuerst hin? Lass mal überlegen, wir müssen sowieso in jede Etage gehen, aber ich glaube, ich gehe erstmal nach oben in die vierte Etage. Ich meine, da war auch das erste Ding, was wir brauchen, um hier das Gegengift zu bekommen. Also hier ist wirklich keiner mehr übrig. Das Krankenhaus hat es genauso heftig erwischt wie den Rest von Raccoon City. Nikolai? You're still alive? Moment mal ganz kurz. Saw what happened. Nein. What's going on? Vielleicht. I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Oh, wait. Vorsichtig mit dem Teil, Mann. Trampolinschuhe aktiviert bei Nikolai. Okay, der Typ ist nicht tot.
Und wie gesagt, das schlechte Gefühl, das man komplett von Anfang an schon hatte mit ihm, bestätigt sich hier an der Stelle einfach mal. Der Schlüssel zum Krankenzimmer. Oh, Schlüssel zum Krankenzimmer. Ist nicht jedes Zimmer in einem Krankenhaus ein Krankenzimmer? Irgendwie schon. Keine Ahnung. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Dann gehen wir erstmal in die Ecke hier. Oh! Wo? Alle! Alle! 104. Oh mein Gott, riesengroße Aale. Ist auch immer random, was in den Zimmern drin ist. Und ich habe vergessen, dass da auch Aale drin sein können. Oder Schlangen oder. Ich habe keine Ahnung. Wurmähnliche Viecher, von denen ich nicht so wirklich angesaugt werden möchte. Okay, apropos random, hier geht's direkt weiter. Hier gibt's auch wieder eins der Random-Rätsel hier in Nemesis. Dieses Ding müssen wir in irgendeine Ecke schieben. Ihr seht hier in den Ecken die Platten. Und das war zum Beispiel die falsche. Wenn man einen Stromschlag bekommt, dann war es eindeutig nicht die richtige. Okay. Gut, müssen wir einfach nochmal raus und rein. Kurz das Puzzle hier resetten und dann die nächste versuchen. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwo einen Hinweis gibt, welche von den Ecken dann letztendlich die richtige ist. Oder ob es wirklich einfach Trial and Error ist. Und ja, spätestens beim vierten Versuch hat man es dann. Ich nehme mal die Ecke. Nein, nein. Unfreundliche Ecken. Okay. Dann haben wir noch zwei. Ich glaube, ich schließe mal hier die obere ganz kurz ab. Weil es absolut keinen Unterschied macht. Außer die ist es jetzt. Das wäre natürlich schön. Und natürlich ist es die letzte, die ich versuche. Warum ist es eigentlich jedes Mal die letzte, die ich versuche? Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die es beim ersten Versuch schaffen. Also es ist nicht so ein Rätsel, wo halt immer die letzte dann die richtige ist, sondern es gibt wirklich auch immer eine Platte, die, ich weiß nicht, wann festgelegt wird, welche Platte es ist, wenn man vielleicht das Krankenhaus betritt, der Bereich geladen wird, dass da der Random-Generator angeht. Auf jeden Fall kann man es im ersten Versuch schaffen. Ich habe es nicht geschafft im ersten Versuch. Ich glaube, ich habe es noch nie im ersten Versuch geschafft. Ich habe schon mehrmals zwei oder drei Versuche gebraucht, aber der erste Versuch blieb mir bisher leider vergönnt. So, da kann es ja nur noch die linke Ecke da hinten sein. Geht doch. Das ist das Einzige, was ich wollte. Was das Bild von der Wand fällt. Dann können wir auch mit dem Code, den wir im Kinderzimmer der Aale gefunden haben, hier den Safe aufmachen und die Basis hier für das Gegengift, das wir brauchen müssen, schon mal sammeln. Schön, damit wäre dieses Stockwerk eigentlich abgeschlossen. Nicht arg viel anderes, das man hier finden kann. Und jetzt geht es erstmal in den Keller runter. Natürlich in den Keller runter. Labore sind immer im Keller. Ich weiß zwar nicht, warum Labore immer im Keller sein müssen, aber auch hier ist das Labor natürlich im Keller. Und die Türen kennt ihr vielleicht aus Resident Evil 2. Okay, hier ist noch einer. Wo ist er denn? Zeig dich. Ich habe genug Ammo. Ach komm schon, ich gehe da jetzt rüber und mach dich mit dem Teil fertig. So sieht's nämlich aus. Einfach mal die Umgebung nutzen. Der Mob bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Okay, hier rein. Auch schon ein extrem einladender Raum, wenn man reinkommt und man sieht schon einfach diese riesen mutierten Viecher in diesen Glaszylindern. Da kann man sich schon vorstellen, was hier passieren wird. Hier haben wir die Anleitung, wie wir hier diese Mixstation verwenden. Das heißt, wir müssen erst schauen, dass sie genug Strom hat. Müssen dann gucken, dass wir eine Zutat hinzufügen und dann den Rest im Prinzip mit der Maschine machen. War das der Knopf, den ich betätigt habe? Ich weiß ja nicht.
Medium Base können wir hier reinpacken, die wir gerade gefunden haben. Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen gucken, dass wir beide Leisten da links auf die Mitte bekommen. Ich gehe mal runter ganz kurz. Mach's mal hier auf A. Ich glaube, ich muss im oberen Bereich nochmal was umlegen. Die 3 war's. Was, die 3? Ja, die 3 war's. Wunderbar. Haben wir das Medium bekommen, können es kombinieren hier mit der Base und wir haben unser Gegengift, das wir Jill geben können, sobald wir zurück sind. Die waren noch nicht so wirklich, oder? Ah, jetzt. Hier sind große Froschmaulviecher. Und ich habe nicht wirklich Interesse, mit den Viechern zu kämpfen. Deswegen raus hier so schnell wie möglich. Okay. Hab ich denn... Ah, Mist. Hab den anderen nicht erwischt. Da hätte ich warten sollen. Hätte ich mich ganz easy das explosive Ding an der Wand benutzen können. Na gut. War ein bisschen zu vorschnell, hab daneben geschossen. Kann mal passieren. Und jetzt geht's wieder raus zum Haupteingang. Oh, okay. Kommen die gerade von der Mittagspause, oder... Ich habe ja ein bisschen Nachtisch für euch. Noch jemand einen Nachschlag? Die sehen recht satt aus. Schön, unsere Arbeit hier ist getan. Ich nehme mal ganz kurz Ink Ribbon mit, wobei es eigentlich keinen Sinn macht. Es macht eigentlich keinen Sinn, weil er kann sie nicht weitergeben an Jill, aber okay. Warum auch nicht? Einfach mal kurz speichern an der Stelle. Falls irgendwas Dummes auf dem Rückweg wirklich noch passieren sollte. Müssen wir die komplette Krankenhausszene nicht nochmal spielen. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Oh, Zeitbomben. Okay. 6 Sekunden. Gut, dass ich nicht länger rumgetrödelt habe. Gerade noch mal so. Oh, geht's hier direkt weiter oder wie? Nein. Ich lasse die Ladies mal weiter essen und störe auch nicht weiter. Das ist das Letzte, was ich will. Euch vom Essen abzuhalten. Wäre ich ja blöd, wenn ich das machen würde. Und jetzt straight wieder zurück. Und ihr seht die Explosion, die es hier gegeben hat. Haben die Eingangshalle ganz schön mitgenommen. Und er macht es auch nicht gerade besser. Je öfter wir den Kerl sehen, desto mehr wird er zum Tentakelporno. Jeden das seine. So, hier sind wir safe. Und können sie direkt mal verabreichen. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Carlos, Mann. Ich muss ein paar Sachen erledigen. Du solltest mal dein Hemd aus der Reinigung holen. Vielleicht ist es ja genau das, was er gerade macht. Vielleicht ist es ein bisschen kalt geworden mittlerweile. Na schön, okay. Jill geht's wieder einigermaßen gut. Und ich schau mal... das packe ich weg. Ich habe ja gerade gespeichert mit Carlos. Nehme auf jeden Fall Kraut mit. Für den weiteren Weg. Und... brauche ich die Schrotflintenmunition? Sollte sie mitnehmen eigentlich. Kann ich die hier direkt kombinieren, die auch noch in unserer Kiste drin liegt.
Okay, dann haben wir noch 3 Slots frei. Damit sollten wir eigentlich erstmal klarkommen. Und Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Wie Carlos schon gesagt hat, Nemesis wartet auf Jill und beim nächsten Mal lassen wir ihn nicht länger warten. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.